Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was erwartet mich in Jofavikshir? Halfdan Ragnarsson, Eroberer des Nordens, schickt Grüße. Er wünscht, sich mit Eivor Wolfsmal persönlich zu treffen. Jarl Halfdan, ich habe seinen Namen so oft gehört, es scheint mir, wir kennen uns bereits. Er ist in einen Krieg mit den Pikten der nördlichen Hügel verwickelt. Ich vermute, er will deinen Rat oder deine Axt. Wenn du ihn treffen willst, so bittet er dich, in sein Kriegslager zu kommen. Es befindet sich hier. Ich breche gleich auf. Gib Acht, Eivor. Jofavikshir befindet sich im Krieg mit den Pikten, einem stolzen Clan, der jenseits des römischen Walls lebt. Klomm die Hügel. Zeig es mir. Verwundeten.
und holt jeden Namen ein. Wir lassen niemanden zurück. Sei gegrüßt. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jofarvik beim Julfestmahl. Das Julfest, Blutbad. Ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan. Er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Los, sterb! Eine Zeit ist um! Bist du verletzt? Ich überlebe. Aber meine Männer... Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Halfdan Ragnarsson, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Faravitz? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Wir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia. Und mit Finn in East Angla. Die Geschichten ließen mich fürchten, du wärst größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Faravid, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Was ich denke, tut nichts zur Sache.
Mich interessiert, was seine Männer von ihm denken. Ist er ehrlich, vertrauenswürdig, treu? Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, keinen Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Northumbre. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Halfdan Hof halten. Reyndar búa við nú höllina við sláturhaug í hendar. Hier, Däne, versuch dein Glück beim Knochenwerfen. Volk leidet jeden Tag. Dein Volk? Regierst du ein Schattenreich direkt vor meiner Nase? Unser Volk leidet unter diesen grausamen Winterüberfällen. Dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. Wer ist das? Komm näher. Halfdan Ragnarsson, mein Schwertarm folgt deinem Ruf. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmull. Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Und du bist der Held von Jörfervik. So singen es meine Skalden. Nicht irgendein Held. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixige es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Nicht allein, aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jörfervik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidung in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern. Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich streckten sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Alter Freund,
Wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Wunderschön. Fränkisch, will ich sagen. Was meinst du, Eivor? Eine ansehnliche Arbeit, den Lippen eines Königs angemessen. Oder derer, die Könige machen. Ein Quell der Weisheit, verharrt. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Ein doppelzüngiger, grinsender Hohenjäger. Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stahl. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Was glaubst du, was du da tust? Eivor, komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. All das haben wir erobert, er und ich. Gemeinsam. Du genießt großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein, nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort, auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte eines Sehers, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korbhalfter an. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagt er es, meine Hand zu beißen. Faravid, er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint.
Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Farawit sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Du glaubst, dass Farawit dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Farawit ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut. Ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Lass dich von Farawit nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Ja, was ganz fein. Noch viele, die ihr wandeln.